Ihr seht, ich muss ja gerade noch ein bisschen testen hier, wie das Märchenthema denn am besten zu thematisieren ist. So, was könnte ich hier machen? Jetzt könnte hier Szenerie. Was haben wir denn im Thema Märchen für eine, warte, ich guck mal, Märchen. So, zeig doch mal, was du alles hast. So. Hexe brauchen wir auch noch, einen Gruselbaum haben wir auch noch. Wir machen ja gleich noch einen Hexenwald, natürlich. Ja. Und einen Hexenkochtopf und... Aha, ein Pavillon. Was hat das mit Märchen zu tun? Man weiß es nicht. Eine Scheune. Ja, das ist, vielleicht können wir die auch nutzen. Ja. Ein Wohnwagen. Ein Wunschbaum. Oh, ein ganz kleiner. Ja, den setzen wir vielleicht auch noch irgendwo in der Mitte. Könnten wir eigentlich jetzt schon mal probieren, oder? Wie sieht das denn aus mit diesem Wunschbaum? Wo kann der denn stehen? So, hier in der Mitte. Und alles läuft drumherum. Kann man machen. Kann man machen. Muss man nicht. Aber wo machen wir denn jetzt den Hexenwald hin? Wo ist eigentlich hier meine seitliche Parkbegrenzung? Ich glaube, die läuft hier vorbei, oder? So, irgendwo müssen wir auch noch den Hexenwald hin machen. Den dunklen, dunklen Hexenwald. Ja. Ich bin total fit in Sachen Märchen, ich sehe schon. Und Rapunzel. Den Rapunzelturm müssen wir auch noch irgendwo hin machen. Der kommt mal hier irgendwo. Ich habe voll den Durchblick. Alles in Sachen Märchen habe ich voll im Griff. So. Ich habe alles voll im Griff. So, was ist das denn hier? Warum führt der Weg denn hier so blöd dran vorbei? Warte. Ich guck mal. Nee, gar nicht wahr. Ich bin falsch. Hier Wege. So, Wege. Du könntest ja hier auch mal so dran vorbeiführen, Weg. Nach so. Warum auch immer? Ich weiß das nicht. Warum? Könnte aber so sein. Ja? Und was da so passiert ist jetzt, da könnten wir da Bäume draufstehen, oder? Warte, was haben wir denn hier? Eine Birke. Eine Blautanne haben wir auch noch. Ach so, das ist ja die gleiche wie die, wahrscheinlich nur in nicht so groß. Eine Douglasie. Was ist denn jetzt? Ach so, das war die, ja. Habe ich jetzt verstanden. Okay. Kann ich denn hier... Naturregion. Laubwald, Alpine, Tropen, Graslandschaft, Park. Ich will gar keinen Laubwald. Ich will einen Märchenwald. Gibt's nicht. Arktis. Aha. Alpine. Im Alpine sind die Nadelbäume drin, siehst du? Ja. Machen wir halt. Gibt's denn nichts. Nützt halt nichts. So, machen wir da halt Nadelbäume hin. So, da stehen sie. Jetzt haben wir hier wieder irgendwelche Flächen. Und wir müssen den Filter wieder wegnehmen, damit wir an dieses Grünzeug kommen. Was mir irgendwie nicht gefällt, aber ich habe kein anderes. Hier. Das ist das beste Märchenthema, was ich habe. Finde ich. Besser habe ich nicht. Komm, hallo? Besseres Märchenthema habe ich nicht. Ich glaube, ich stehe im Wald. So, nee, ich. Du Achse. So. Du Achse wirst nach dahin geschoben. Das ist alles ziemlich wenig, aber irgendwie geht's auch dann. Guck mal, hier, da. Ich wollte hier immer noch was hinstellen. Ich habe immer noch nichts gefunden. Warte, Szenerie. Szenerie. Und mit Steinchen können wir ja auch was machen. Mit Steinchen können wir auch was machen. Muss aber nicht sein. Boah, dieser Wagen, der ist ja echt schlecht. Aber er könnte da stehen. So.
Der könnte da stehen. Ja? So in unser Märchenland. Dann kommst du hin und sagst dann, oder, oh, guck mal, so schöne Bäume. Und guck mal, da steht ein Wagen. Ja. Könnte so sein. Könnte so sein. So. Wo soll mein schönes Haus stehen? Hier mein schönes Haus. Das könnte ich doch jetzt mal. Das könnte ich doch jetzt mal hier hinstellen, oder? Könnte das da stehen? Hier könnte das schöne Haus. Guck mal, hier könnte das stehen. Kommt noch der Zug dran vorbei? Ja. Der Zug sagt, da komme ich dran vorbei. Zwar knapp, aber geht. Ja, guck. Siehst du? Schon geht's. So ein bisschen, ich vermisse so ein bisschen auch noch. Das jetzt schwebt, das stört mich ein bisschen. Aber ihr wisst ja mittlerweile, was das Problem ist. Deswegen lassen wir den erstmal so. Was auch noch toll wäre, ist, wenn ich hier so eine Art, so ein schönes Märchengeländer hinkriegen würde, oder? Haben wir sowas? Haben wir? Haben wir Märchengeländer? Ich guck mal eben, ob wir hier irgendwas. Was könnte denn ein Märchengeländer werden? Das nicht. Das auch nicht. Hier nix. Hier könnte nix ein Märchengeländer werden. Hier? Das ist mehr so ein Fachwerk, oder? Das hat nichts mit Märchengeländer zu tun. Das vielleicht. Also wenn Märchengeländer, dann das schon eher. Warte, ich guck mal. So, ist das hier? Hier so. So nach dem Motto, betreten verboten. Also, ich muss mir ja irgendwas einfallen lassen hier. Das muss ja ein bisschen märchenhaft aussehen. Also könnten wir hier so ein Märchengeländer bauen. Oder? Was meint ihr? Ich bin total ratlos. Ich bin total ratlos. Aber guck mal. Könnte man so ein bisschen machen. Sollen wir da nochmal zwei, drei hinstellen? Von diesen total tollen Märchengeländern. Kopieren, erweitertes Drehen. Nee, kopieren. Guck mal. Wie findest du das? Dann stelle ich das hier einfach so hin. Das Märchengeländer. Wie findest du denn das? Findest du das toll? Geht so, oder? Geht so. Aber könnte man machen. So. Könnte man machen. Da geht's auch noch. Das geht da auch noch hin. So. So. Ist das toll? Ja. Geht so. Ich drehe nochmal. Noch ein bisschen. So. Und nochmal. Bis da. So. Ja, jetzt haben wir hier so ein schönes Märchengeländer. Nee, du nicht, du. Du wirst nochmal hierhin kopiert. So, und nochmal. Weil es so schön war. So. Ich probiere erstmal, ob das jetzt funktioniert. Ja, sieht märchenhaft aus. Sieht total märchenhaft aus. So lassen wir das. So. Und weil wir das so lassen. Ja, Baum geht immer. Haben wir ja schon gesagt, oder? Eine Douglasie. Der hat hier echt eine Douglasie im Garten stehen. Wie kommt der denn dazu? Das gibt's doch gar nicht. Echt. Da hat der einfach eine Douglasie hier mitten im Garten stehen. Und schwupp sieht das Märchenland aus. Haft aus. Siehst du?
So sieht das dann aus. So, und dann geht er hin und dann latschen die direkt hier auf diesen komischen Baum zu. Ich muss den mal eben drehen, damit er uns hier anlächelt, der Baum. So muss der. So muss der lächeln. So, und der steht natürlich in der Mitte und dann laufen wir da drumherum. Irgendwie. Irgendwie so. Hier geht's ja weiter mit dem Weg. So, ich kann natürlich hier nicht alles voll Douglasien stellen, weil ich ja nichts mehr sehe. Also davor ist blöd. Also das muss hier frei bleiben. Da muss man gucken, ob ich was nicht davor stelle. Aber dahinter kann ich hier viele Douglasien stellen. Hier so, weißt du? Wenn es denn mal gehen würde. So, hier kann so eine richtige Reihe stehen. Damit das mal schön aussieht hier. Wer weiß eigentlich, warum das jetzt plötzlich in Rasen geworden ist? Weil ich, glaube ich, den Ausgang im Naturweg gemacht habe, oder? Deswegen ist das in Rasen geworden. Deswegen ist das in Rasen. So. Warte. Ich habe das ein bisschen zu sehr kopiert. Das muss ich nochmal drehen, den einen oder anderen. Das sieht sonst scheiße aus. Scheiße. So. So, jetzt habe ich hier. So, und den einen oder anderen, den muss ich nochmal eben drehen. Sonst sieht das scheiße aus. So. Okay, und dich auch noch. So. Okay. So, jetzt sehen die nicht mehr alle gleich aus. So viel Zeit muss sein. Okay. Ja, ist doch märchenhaft hier. Märchenhaft und traumhaft. So. Was machen wir denn hier hin? Wir haben nicht so viel, weißt du? Ich kann jetzt hier nicht einfach, ach komm, machen wir mal das oder das. Ich kann hier nicht so aus dem Vollen schöpfen. Ich kann aber sagen, ich schieße mich jetzt hier auf das Blümchen ein. Das können wir sagen. Weil das ist hier unser Blümchen für den Weg. Na komm. Hallo? Ja. Manchmal will die Achse nicht so wie ich. Manchmal will sie nicht so wie ich. So. Das ist dann hier so für den Weg, weißt du? Hier kommt dann, hier ist nix. Weil alles ist im Grünen. Alles ist im Grünen. Und hier muss natürlich dann wieder das ganze Thema beendet sein. Welches Grünzeug nehmen wir? Wieder das hier, oder? Boah, guck mal, wie groß der Teil ist. Da könnte ich jetzt eigentlich auch hier zwischen nochmal so eine große setzen, oder? Damit das mal ein bisschen abwechslungsreich ist. So. Da hinten auch noch eine. Geht die da hin? Ja. Die passt dahin noch. Die passt dahin. Warte, drehen und sieht alles wieder gleich aus. Und das muss auch noch ein bisschen tiefer. So, damit das jetzt aussieht wie so ein gewachsener Wald, weißt du? So, ich bin total begeistert. Merkt man, oder? Ich kann mich vor Freude kaum noch halten. Wer hätte das gedacht, dass das so schön wird? Also ich nicht. Welchen Baum nehmen wir denn jetzt? Ein Sumpfbaum. Nein, nein, wir nehmen keinen Sumpfbaum. Wir nehmen nochmal sowas. Und sowas. Sowas natürlich auch. Und sowas. Und sowas. Und dann kommt da noch. Dann kommt er noch. Warte, dann kommt er noch. Was kommt denn da noch hin? Wo ist er? Hier, da. Ach, das ist wieder der Große. Gibt es den nicht in klein? Den gibt es bestimmt auch in klein. Birke, Birke, Birke. Elefantenbaum. Ne, den gibt es nicht in klein. Die Blautanne. Die geht immer. Die will auch immer, die Blautanne, siehst du?
Die Blautanne ist immer nett und sagt, hey, nimm mich doch einfach. So. Tja, die Blautanne an sich ist schon ein netter Baum. So, kann ich die noch ein bisschen rüberschieben? Nee. Das will die Blautanne dann auch nicht. Da sagt sie, nee, also irgendwann ist Schluss. So, also, wenn du dann hier stehst, dann sieht das so aus. Kann man machen. Als Märchenland, ja, wenn du als Märchenland was werden willst, musst du schon so aussehen. Ja. Aber davor stellen kann ich halt wenig, weißt du, sonst siehst du ja nichts. Ich kann den Leuten ja nicht die Sicht versperren. Ich kann aber auch das nicht einfach so lassen. Geht auch nicht. Was machen wir denn da hin? Felsen? Wieso? Mal so ein Findling einfach mal dahingestellt? Geht nicht. Der geht nur da. Der geht nur nach da. So ein Findling. So ein Findling geht hier nicht mehr hin, siehst du? Nur noch hier. Nur noch da. Warte, ich dreh mal. So. Oh mein Gott. Dann liegen halt da. Liegen da halt Felsen. So ein Märchenland muss ja nicht unbedingt ohne Felsen auskommen. Weißt du? Auch Felsen können ins Märchenland. So, warte. Wir eröffnen gleich. Also ich will das gleich eröffnen hier. Dann haben wir die Main Street auf. So. Geht's danach hin? Da geht's hin. Okay. Das muss reichen. Für toll aussehen muss das reichen. Okay. Für toll aussehen reicht das. So. Hier. Was ist denn hier? Was haben wir denn noch für ein Haus? Warte mal, ich guck mal. Ich glaube, ich habe doch irgendwo noch so ein kleines, niedliches Haus runtergeladen. Guck mal hier. Was haben wir denn hier? Guck mal, hier haben wir noch... hier haben wir noch so ein Geldautomat, siehst du? Wäre doch nett. Warte, ich guck mal, ob der vielleicht... Wo er noch nett wäre, der Geldautomat. Wo wäre er noch nett? Nee, hier nicht. Da auch nicht. Der wäre hier eigentlich am nettesten. So ein Geldautomat. Guck mal, dann schiebe ich den ein bisschen hier rüber. Ich guck mal, ob das geht. Ich guck mal, ob das aussieht. Ja, dann steht hier Häuschen und daneben Geldautomat. Die Flagge sieht ein bisschen komisch. Und er geht jetzt natürlich auch nicht. Er muss jetzt ein bisschen weggeschoben werden. Wegen, ne? Wegen Geldautomat. So. Und der Weg ist auch nicht Natur. Es geht natürlich gar nicht. Warum geht das nicht? Hier. Nee, das ist kein Anstellbereich. Das ist ein komplett natürlicher Weg. Jetzt. Das ist ein komplett natürlicher Weg. Der kann... kann aber nicht. Er kann aber nicht, weil er irgendwie bestimmt hier... Tja. Machen wir den dann anders? Sollen wir den dann in Holz machen? Könnten wir versuchen, ne? Aber wir haben kein Holz mehr hier. Warteschlange. Geht nicht. Das ist besser. Das ist besser. Das sieht so ein bisschen märchenmäßig aus. Was hat das denn für ein Geländer?